Hey, oh, willkommen, Martin Reto. Dankeschön. Martin, als wir dich hier heute gesehen haben, waren wir schon sehr überrascht. Was treibt dich nach Rostock? Was machst du hier im Ostseestadion? Ah, wir kommen ganz oft, wenn wir kleine so Urlaub haben, weil wir eine sehr, sehr schöne Zeit hier gehabt haben früher. Und wir haben auch jetzt kleine Kinder und wenn wir so ein bisschen Zeit hast, dann gehen wir oft hier. Wir haben uns ganz viel und ganz gut gefühlt hier. Oh, okay. Ja? 55 Spiele hast du für den FC Hansa Rostock gemacht, 4 Tore geschossen. Ja. Und wenn man die Hansa-Fans fragt, erinnern sie sich an ein ganz bestimmtes Spiel. Fast auf den Tag genau, 8 Jahre ist es her. Und ich sag nur FC St. Pauli und... Ja. Erinnerst du dich noch dran? Kannst du drüber lachen oder möchtest du darüber lieber gar nicht sprechen? Ja, das ist okay, aber es war nicht besonders Spaß, ja. Oh, die Bilder da, ja. Ich erinnere so die rote Karte da. Unberechtigt bestimmt. Nee, das war natürlich richtig. Das war ein tolles Spiel, aber wir haben verloren 2-0, glaube ich. Und das war schlecht. Das war ein schlechtes Episode. 7 Spiele Sperre, ich glaube, das ist immer noch Rekord. Und was überraschend war, es war, glaube ich, deine einzige rote Karte in deiner gesamten Profikarriere. Stimmt das? Ja, das glaube ich eigentlich. Vielleicht habe ich einen mehr, aber dann war ich ganz jung, 18 Jahre oder so. Und das zeigt auch alles. Normalerweise wollte ich nicht so reagieren in so einer Situation. Ja. Aber passiert. Du, ist Schnee von gestern. Was unsere Fans aber auch interessiert, was macht Martin Reto heute? Womit verdienst du heutzutage dein Geld? Ich bin Co-Trainer jetzt in Brøndby Kopenhagen. Die erste Mannschaft. Ich bin zusammen mit Alexander Zorniger, das auch in Stuttgart und Red Bull war. Und ich mache nur Fußball jeden Tag und das ist super. Ich bin ganz froh, dass ich zurück in meine alte Heimat ist. Brøndby habe ich viel, viel gespielt und wir sind Tabellenführer im Moment und wir haben 10 Spiele zurück. So, das ist ganz interessant. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen. Ja. Und das letzte Spiel, habe ich gesehen, war, glaube ich, letzte Woche gegen Hobro. Ja. Und es stand bis kurz vor Schluss 1-0. Und dann kommt der Jan Kliment und macht ein emotionales 2-1. Das ist doch ein schönes Herzschlagfinale, oder? Das war ganz, ganz wichtig für uns, auch weil Aufe viel Geld für TV und so für die Verein bekommen hat. So, das war natürlich ein besonderes Spiel und wir haben gewonnen und jetzt Tabellenführer und das ist super. Und dann erwarte ich nur für die letzten 10 Spiele, das wird ganz spannend. Ja. Vielleicht ein Hinweis an Markus Thiele, der Jan Kliment, der ist nur ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Und wir haben auch einen Stuttgarter hier, den Pascal Breyer, und das sind Kumpels. Also wenn wir zur neuen Saison vielleicht noch einen Stürmer, der für emotionale Tore gut ist, brauchen sollten, lieber Markus, der Jan Kliment wäre nach der Saison vielleicht zu haben. Ja, aber Jan mag sehr, sehr gut. Er ist sehr, sehr schnell und ein sehr gutes Spieler. Also man weiß natürlich nicht, was da passiert. Ja. Wir schauen mal, wie ich gesehen habe, du bist ja heute mit Familie hier, aber... Nur Mädchen? Wo ist der Junge? Irgendein Fußballspieler, der in deine Fußstapfen tritt oder wirklich nur Mädchen? Nee, ich will nur Mädchen. Das ist mir ruhig und ganz... Ja, die spielen ein bisschen Handball, ein bisschen Schwimmen und so und das ist genug für mich. Ich habe so viel Zeit allein mit Fußball zu tun und das ist genug für mich. Ja. Aber ich habe gesehen, Brøndby hat ja auch eine Frauenfußballmannschaft und die sind auch dänischer Meister. Ja. Also vielleicht könnten sie ja da auch vielleicht mal spielen. Man weiß nicht. 10 Jahre vielleicht, dann sind die vielleicht in die erste Mannschaft da. Das hoffe ich vielleicht. Und du bist Trainer der Frauenfußballmannschaft? Nichts. Nein, ich bin Trainer hier in Rostock. Dann. Oh, Trainer hier in Rostock. Sehr schön. Martin, ein großer Wunsch. Wirklich ein großer Wunsch von vielen Hansa-Fans ist es, mal ein Freundschaftsspiel FC Hansa Rostock gegen Brøndby Kopenhagen. Und wenn du jetzt schon hier bist als Co-Trainer, dann möchte ich diesen Wunsch an dich weiterleiten. Das müsste doch wohl hinzukriegen sein, vielleicht in der Sommervorbereitung. Was meinst du? Das könnte sehr, sehr schön werden. Das kann ich natürlich zum Alexander Zorniger bringen und mit ihm reden. Und dann hoffe ich, dass das kann sein, dass es möglich ist. Ich habe auch ein bisschen eine Bestechung vorbereitet. So? Ja. Ein Original Martin Reto Trikot. Oh, ja. Oh, das ist schön. Von ich erinnere das, die Nummer 6 da. Ja, ja, die Nummer 6 war deine Nummer. Und wir können das ja so verbleiben, wenn wir beide das hinkriegen, dass Hansa gegen Brøndby spielt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mich von diesem Trikot trenne und das dann in deinen Familienbesitz wandert. Na, wenn das nicht Anreiz ist. Ja, so machen wir das. Gut. Ja. Zum Schluss, weil unsere Profis machen sich jetzt hier auch schon warm. Was heißt denn auf Dänisch, Hansa Rostock wird heute gewinnen? Hansa Rostock vinder i dag.
sehr schöne Abschlussworte, würde ich sagen, an dieser Stelle. Vor allen Dingen werden sie hoffentlich zutreffen. Martin, vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast. Ich weiß, die Frau wartet auch oben und ich freue mich dann auf das Freundschaftsspiel gegen Brünnby. Ich freue mich auch. Danke.